im Zuge dieser Bemühungen sind Sie zweimal persönlich mit Wladimir Putin zusammengetroffen. Was für einen Eindruck haben Sie gewonnen von Putin? Und ich meine, es ist natürlich ein Mann, der klare Zielsetzung hat, die darin besteht, dass er seinem Land, einem Land mit einer großen Geschichte, einer großen Kultur und einem großen Gewicht auch in der Welt, eine Position zu schaffen, die nichts mehr zu tun hat mit der Schwächeposition eines Jelzin. Das Land hat ja nicht an Gewicht und Bedeutung verloren durch die Politik von Gorbatschow. Da hat es Ansehen erworben und auch sehr viel neues Vertrauen. Aber bei Jelzin war das anders. Und insofern lohnt es sich, glaube ich, wenn man Politik mit diesem großen Land macht. Und es gibt in Europa keine Stabilität ohne Russland und erst recht keine gegen Russland, dann lohnt es sich natürlich auch, das ernst zu nehmen, was diejenigen, die die Repräsentanten des Landes sind, eine Auffassung haben. Insofern war für mich diese Begegnung wichtig, einmal um dem Betreffenden helfen zu können bei der Freilassung, zum anderen aber natürlich auch einen persönlichen Eindruck zu bekommen und auch aus seinem Munde Probleme zu hören, die er sieht. Jetzt haben wir in Deutschland, im Westen, im Zuge der Ukraine-Krise ja ein sehr, sehr negatives Bild von Putin bekommen. Ein Diktator, ein kalter Krieger, ein skrupelloser Machtpolitiker. Ist das ein richtiges Bild oder sehen Sie das anders? Ich bin der Meinung, dass wir zunächst einmal in der Sprache insgesamt wieder abrüsten sollten. Ich habe miterlebt, wie wir im Kalten Krieg gegeneinander gestanden haben. Und ich habe auch miterlebt, wie man durch das Bemühen um einen neuen Ausgleich, auch Interessenausgleich mit der damaligen Sowjetunion, das waren ja fundamentale, entgegengesetzte Interessen, also ideologische, es ging um den Weltmachtanspruch, dass man sehr viel erreichen kann, wenn man auch versucht, die andere Seite zu erkennen, in ihren Problemen, in ihren Zielen. Und diese Politik war ja erfolgreich und zu einer ganz großen Errungenschaften der deutschen Nachkriegspolitik. Das möchte ich einmal sagen, weil heute sehr viel davon die Rede ist, dass man sagt, Deutschland müsse nun endlich wieder Verantwortung übernehmen oder überhaupt Verantwortung übernehmen. Ich finde, als Deutschland sich entschieden hat, nicht in die Neutralisierung zu gehen, sondern Teil der westlichen Gesellschaft zu werden, der westlichen Staatengemeinschaft, hat es einen wichtigen Beitrag zu einem demokratischen Zukunft Europas geleistet. Das ist eine wichtige Verantwortungsübernahme gewesen. Das Gleiche gilt für unsere Mitgliedschaft im westlichen Bündnis. Da haben wir unter den europäischen Partnern die Hauptlast getragen. Und dann war es wiederum das Land, das am Ende des Krieges in einer tiefen moralischen Krise war, in einer wirtschaftlichen Krise, einer politischen Krise, hat am Ende dann die Kraft gefunden, mit einer neuen Politik, der Entspannungspolitik nach Osten, die Welt zu verändern. Das war eine große Leistung und damals ist sehr viel erreicht worden, auch durch den Abbau von Feindbildern. Ich glaube, dass der Kniefall von Willy Brandt in Warschau war eine wichtige Botschaft an das polnische Volk. Aber diese Botschaft hat man nicht nur in Warschau zur Kenntnis genommen und in Polen, sondern überall in der Welt, das ist ein anderes, das ist ein neues Deutschland. Und das hat uns den Rückweg in die Gemeinschaft der demokratischen Länder ermöglicht. Und am Ende, dass Deutsche dabei waren, als es 1989 um Freiheit und Demokratie in Europa ging, das hat uns alle, auch die Westdeutschen, in einem ganz ideellen Sinne reicher gemacht, was unsere Landsleute damals in der DDR getan haben. So gesehen ist niemand in das vereinte Land mit leeren Händen gekommen. Weder die Westdeutschen, die mit der Demokratie kamen, noch die Deutschen, die mit etwas ganz Kostbarem kamen aus der DDR, nämlich selbst und friedlich errungener Freiheit. Ich versuche, das jetzt diesen friedlichen Weg zur deutschen Einheit, die deutsche Entspannungspolitik, mal auf heute zu übersetzen. Wie könnte denn eine Entspannungspolitik Richtung Russland aussehen heute?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Deutschland auch hier seine Verantwortung sieht, nämlich herauszufinden, was ist notwendig, um Vertrauen neu aufzubauen. Und das ist eine Aufgabe, der die Bundesregierung sich unterzieht, wenn sie, und sie tun das natürlich, die Außenpolitik dieses Landes genau beobachten, dann stellt man fest, dass sowohl die Bundeskanzlerin wie der Außenminister doch in hohem Maße bemüht sind, in einer moderierenden Weise im West-Ost-Verhältnis voranzugehen, weil ich denke, die starken Worte haben uns noch nie weiter geführt. Ich kann nur immer wieder sagen, Aufrüstung hat oft mit der Aufrüstung, mit der Worte begonnen, und die Sprache hat auch ihre Bedeutung, und jedes Volk erwartet einen Respekt auch von seinen Nachbarvölkern, und das gilt natürlich auch für das russische Volk. Heißt das, wir müssen diese russischen Sorgen, die NATO, die EU, die kreisen uns ein, die nähen uns in die Zange, die wollen uns niederringen, muss man das ernster nehmen? Nein, ich glaube, dass Russland durchaus versteht, dass es eine europäische Gemeinschaft gibt und daraus eine Europäische Union geworden ist. Und Russland hat ja natürlich auch akzeptiert, dass die unabhängig gewordenen Staaten Mitglied der Europäischen Union wurden. Wenn aber dann zusätzlich auch zur NATO-Mitgliedschaft etwas nicht mehr eingehalten wird, was man zugesagt hatte, nämlich dass, wie in der NATO-Erklärung von 1997 gesagt, dass man nicht ständige Stationierungen in den neuen Mitgliedsländern vornehmen will und dann dort Raketenabwehrstellungen gebaut werden sollen. Das bedeutet eine Veränderung. Das hat dort auch Reaktionen, so wie wir Reaktionen haben. Also ich verstehe das richtig. Putin, Russland empört sich zu Recht, weil die NATO derartige Raketenstellungen aufbaut. Natürlich, weil jedenfalls an dieser Stelle. Und es ist auch nicht sicher nicht so, dass sie, wie vorgegeben wird, gegen Iran aufgebaut werden, sondern dass sie natürlich auch wirksam sind in einer anderen Richtung, was auch etwas zu tun hat mit dem Funktionieren der gegenseitigen Abschreckung, was ja eine gewisse nukleare Stabilität über Jahrzehnte gesichert hat. Also ich verstehe Sie nur, das gegenseitige Aufrechnen führt nicht weiter, sondern ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo ein offenes Wort unter wenigen erforderlich ist, um herauszufinden, wie wir nicht zu einem Kräfteverschleiß kommen im Gegeneinander, sondern wie wir weiterkommen. Ich erinnere mich genau, als Putin in seiner ersten Amtszeit hier in Berlin gesprochen hat vor dem Deutschen Bundestag, da gab es hinterher eine Standing Ovation. Und da hat er sich positiv geäußert zu einer Idee aus Brüssel, eine Freihandelszone mit Russland zu bilden. Daraus ist nichts geworden. Es wäre schön, wenn daraus was geworden wäre. Dann wäre nämlich die Frage der Assoziierung der Ukraine mit der Europäischen Union möglicherweise anders eingeschätzt worden, als wenn der Eindruck entsteht. Wir haben ja alle, als der Kalte Krieg zu Ende ging, sind wir davon ausgegangen, das bedeutet das Ende der Teilung Europas. Heute habe ich den Eindruck, dass es im Westen sehr viele Leute gibt, die in dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr das Ende der Teilung Europas sehen, sondern nur die Verschiebung der Teilungsgrenze aus der Mitte an die russische Westgrenze. Und das genau wäre falsch, sondern wir müssen erkennen, dass diese beiden Kontinente, Europa und der asiatische Kontinent, ja auf einer Landmasse leben. Russland ist ein europäisches Land. Aber aus mancher Erklärung kann man auch den Eindruck bekommen, als sei beginne an der polnischen Ostgrenze Westasien. Das ist nicht der Fall. Da beginnt Osteuropa, so wie Polen Mitteleuropa ist, wie Slowakei und Tschechien. Das ist also, ich will damit sagen, wir sollten uns darum bemühen, das Verhältnis neu zu gestalten. Ich bin sicher, man wird darauf eine positive Antwort bekommen. Das nimmt nichts von der Freiheit
für die Staaten, die unabhängig geworden sind, über ihren Standort selbst zu entscheiden. So steht es schon in der Schlussakte von Helsinki. Dabei bleibt es auch. Das hat uns geholfen, dass wir unseren Status bestimmen konnten. Aber man denke eben auch an Sorgen und Vorbehalte anderer. Sind die Sanktionen gegen Russland richtig oder falsch? Das wird man am Ende erst beurteilen können. Bei Sanktionen, wissen Sie, ist es wie eine Leiter. Immer eine Stufe höher und einmal ist sie zu Ende. Und dann stehen Sie vor der Frage, ob Sie wieder runterklettern oder ob Sie runterspringen. Das möchte ich uns lieber ersparen. Also ich habe meine Zweifel, ob wir am Ende sagen werden, das war eine besonders erfolgreiche Unternehmung.